Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. So, wir wollen da jetzt mal rein und gucken. Ich speichere vielleicht nochmal, bevor ich reingehe. Da Valstar Queen Aptium. Gehen wir mal rein und gucken, was da auf uns zukommt. Ich mache vielleicht eine Fackel an, damit ich besser sehen kann. Hier gibt's Essen. Komm da ran. Haben Sie doch gesagt, er soll einfach das Gold aus. Immer dieselbe Scheiße. Den Lachs nehmen wir mit. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Kann ich nicht mitnehmen. Ist nur Deko. Ein Huhndolch. Und Stab des Frostbisses. Immer dieselbe Scheiße. Okay, hier gibt's aber auch männliche. Es waren nur drei weibliche Wachen. Die über Flüsterbäume. Nein! Auf sie! Da! 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 Ja. So, den ersten haben wir. Nehmen wir alles mit. Oh, Jo, hier bisschen zu viele. Dürfte jetzt nicht sichtbar sein, oder? Ah, das liebe ich an Skyrim und Enderal. So, eben was futtern. Käsestück. Irgendwas essen. Kartoffelsuppe. So, ja. So, dein Kollege hat nichts gehört. Wir sind gleich auch wieder überladen, verdammt. So, jetzt tragen wir zu viel und können nicht rennen. So, Kollege. Auf sie! Okay, das ging schnell. So, was haben wir hier? Festlederhelm. Füllten Seelenstein. Hier kann ich nicht looten, schade. Und wir haben noch einen Bauplan und eine Notiz. Der Boss wird nicht erfreut sein, wenn er hört, dass wir hier diese ganzen Bücher verbrennen wollen. Dabei wäre das bisschen Wärme eine willkommene Abwechslung in diesem verdammt feuchten Gemäuer. Er ist der Meinung, dass wir sowieso schon zu viel Bildung und Wissen um uns herum liegen haben und es nicht noch aus dem Keller hier hochschaffen müssen. Aber dort unten wärmt es doch niemanden.
Ein paar der Männer sollen wohl angefangen haben zu lesen und sich Gedanken über ihr bisheriges Leben als Strauchdieb gemacht haben. Ja, wir sind eh jetzt mittlerweile überladen. So, wo führt das hin? So, hier haben wir noch eine Truhe. Durch Schlösserknacken zwei zusätzliche Grotten. Okay. Auch nicht schlecht. Ach, und da sind, jetzt sind wirklich. Da ist sogar ein Zettel. Aber gab es hier noch mehr? Ne, oder? Atrium, Stallklippe. Den Zettel habe ich noch nicht gelesen. Anschlag. Hier hängt Haskadal Walster. Blaublütiger Nichtsnutz, nun fressen wir hier an deinem Tisch und ficken deine Frau im Kerker. Wer es wagt, diesen Zettel zu entfernen, wird gefällt. Komm, wer will mich fällen? Der Arme eigentlich. So, nein, nicht zur Magie, hier Karte. Da hinten gab es ja noch eine Tür. Dann geht es hier auch nochmal weiter hoch. Also noch einen weiteren Gang oder sowas. Ne. Also dann da hinten. Hier hinten ist irgendwo noch eine Tür. Da, da ist sie. So. Nächstes Mal kriegen wir dich. Oh, die können hier durchschießen. Komm, ich bin ein bisschen schneller. In den Hinterkopf. Ich nehme trotzdem alles mal wieder mit, was die haben. Wir sind eh überladen, also macht keinen Unterschied. So, Novize. Knoblauch, Salz nehme ich mal. Ich hätte Salz die ganze Zeit mitnehmen sollen. Da steckt ein Messer. Hier auch wieder alles mit. Das Buch lieber nicht. So. Gewölbe. Atrium. Kemenate. Wo führt das dahin? Ich speichere vielleicht noch einmal. Gewölbe.
Jo. Aber hat er zugehört? Ich hätte mich nicht. Immer lassen sie sich mehr. Alter, richtig Maschinengewehr hier. Irgendwann zur Ruhe. Mein Kopf wird bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Mann. Das war schon alles? Mehr hast du nicht gemacht. So, was mit dir? So. Alles wieder mitnehmen. Buch darfst du behalten. Der zweite Dolchiger. So, vielleicht noch mal was futtern. Tomatensuppe. Hat der hier was? Der hat gar nichts. Notiz. Und dass ihm mir Haskas Angebetete auch ja willig und wohl gebettet haltet. Tot und in einem Sack verschürt, ist sie nur noch halb so viel wert. Solltet ihr eine auffällige Münze bei ihr finden, ist diese sofort bei mir abzugeben. Grubup der Knochenbrecher. Ist die das? Artusia Dalwald. Walstag. Oh. Die tut mir leid, die Dame. Da kann ich nicht looten. So. Hier haben wir noch eine Truhe. Und was ist das? Gewölbe. Massive Truhe. Amethyst. Ich speichere noch einmal. Die arme Frau eigentlich. Aber wir werden wieder ordentlich verkaufen können. Da sehe ich schon wieder jemanden. Das war schon alles. So, mehr habt ihr nicht drauf? Wir müssen mal zusehen, dass wir auch ein paar Fackeln wieder loswerden. Das sind, glaube ich, ein bisschen viele, was wir hier haben. Das werde ich nicht überleben. So, scheiß auf den Arkanisten. Dafür haben wir genug Angebote. So. Oh.
komm. So, was hat die? Wieso kriegen wir so viel Menschenfleisch? So, liegt hier noch einer? Da. Jetzt ernsthaft, warum kriegen wir so viel Menschenfleisch? Da, ich beschwere mich zwar jetzt nicht deswegen, aber warum? Und wo führt das dahin? Vorne haben wir noch ein Buch. So, die Groschen will ich mitnehmen. Feinstahlhandschuhe. Geprägte Wahlstagmünze. Nehme ich mal mit. Der kluge Junge und die Wegestreue. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die schon haben. Hier hinter was? Ne. Na, aber ernsthaft, wo führt das hin? Da sehe ich noch ein Buch. Lehrbuch Einhandkampfgeselle. Nice. Münzbehälter leer. Anschlag. Wer mir diese drei komischen Münzen des alten Walzer bringt und in diese Truhe legt, bekommt eine riesige Belohnung und findet mir diese Göre von Tochter. Die hat wahrscheinlich eine davon. Gezeichnet Grubhub der Knochenbrecher. Benötigt einen Schlüssel. Drei Münzen. Der Knochenbrecher. Ist das irgendwie so eine Art... Also ich hatte jetzt erstmal gedacht gehabt, das wäre vielleicht irgendwie ein Anführer von diesen Banditen hier. Aber vielleicht ist das so eine Art Geist oder Dämon oder sowas, den man beschwören kann, wenn man die Münzen da reinlegt. Ah, wir sind einfach zu überladen. Da ist noch eine Truhe. So, alte Vagabundenhandschuhe, Fackel, Schmier. Jetzt habe ich. Was das war. Egal. Komm ich noch hoch? Oder muss ich jetzt wieder ausruhen? Ne, ich komme hoch, okay. Ja, aber der arme Mann hier und seine Familie. Die arme Frau vor allem. Keine Ahnung, ob wir das Kind auch noch finden. Erstmal schauen, dass wir hier vielleicht irgendwie die anderen Münzen finden oder so. Oder zumindest der Dungeon hier abgeschlossen haben.
Die tut mir leid. Vielleicht liegt da noch eine Münze. Natusia, da ist da. Okay, draußen ist richtig viel Lärm gerade. Was macht das hier eigentlich? Speicher vielleicht einmal? Oh. Okay, aber wenigstens die Dinger kommen, schießen nicht mehr. Da haben wir noch eine Tür. Führt zum Atrium. Achso. Okay, gut, dann halt zum Atrium. Wohl, warte. Atrium. Da liegt noch ein Pfeil. Wenn wir dahin weitergehen, dann müsste da vielleicht noch eine Tür sein. Und wer weiß, vielleicht finden wir alle Münzen, vielleicht auch nicht. Da haben wir wieder ein Buch und Stahlhandschuhe. So, Kemenate. Keine Ahnung, was eine Kemenate ist. Ich bin da leider nicht so gebildet, was sowas angeht. So, nehmen wir auch mit. Genauso wie die Stiefel und die Handschuhe. Anschlag. Ihr räudigen Nichtsnutze, legt endlich diese Bücher weg, die der gammelige Dahl Wallstag überhaupt überall rumzufliegen hat. Die braucht niemand. Ihr deckt mir zu viel, ihr verdammten Bastarde. Von mir aus dürft ihr sie jetzt auch verbrennen. Aber hört auf, euch zu bilden. Kann ich hier Fleisch rausnehmen? Nee. Kann ich das hier aufmachen? Auch nicht. Gibt es hier einen Knopf oder einen Schalter oder sowas? Oder muss ich einen anderen Weg nehmen? Erdolchte Leiche. Eisendolch. Notiz. Ich werde bald wieder Bericht erstatten müssen. Der letzte hätte eigentlich schon vor 3 Monaten sein sollen. Diese Holzköpfe von Straubdieben. Ich verblöde noch unter deren Herrschaft. Der dumpfbackige Anführer Gruppup. Ah, ist doch ein Anführer. Beschwert sich sogar darüber, dass seine Leute mal zu einem Buch gegriffen haben. Ich habe einige besondere gravierte Münzen unten im Kerker gefunden. Ich würde zu gern wissen, wofür die Verräter, für dich ist sogar dieser Dolch zu schade. Dein Glück, dass er zu tief in deinen dreckigen Hals steckt. Okay. So, wie kriege ich die Tür auf? Gibt es da einen Knopf, einen Schalter, irgendwie, irgendwo, irgendwas? Kann ich vielleicht jemanden anlocken? Dass sie dann hier aufmachen.
Könnt ihr aufmachen? Ich glaube, die können nicht aufmachen. Hä, wie öffnet man das? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So. Keine Ahnung, was da passiert war jetzt. Gebratenes Ziegenfleisch. Komm. So, nehme ich wieder alles mit. Die andere, was hat die? Nehmen wir alles mit. Wir sind eh überladen. Irgendwo ein Knopf. Ich komme nicht an die Münze ran, verdammt. An den Münzbeutel, meinte ich. Super. So. Nehmen wir alles mit. Zwei Bücher, die ich nicht lesen kann. Die magischen Disziplinen Entropie. Roll der Wohltat einfach. Steilklippe. Ruin Burgfried. Ich glaube, ich kann hier eh erstmal nichts machen. Einfach Schlösser knacken ist zu gering, mein Level. Deswegen würde ich sagen, wir kommen hier später nochmal wieder. Ich mache mich jetzt auf den Weg lieber nach Ark. Seht zu, dass ich alles verkauft kriege. Und alles andere irgendwie wieder eingelagert. Ich hoffe, wir werden unterwegs jetzt nicht von irgendwas angegriffen. Ja, das wird ein langer Weg.
mag aber die Musik. Ich... Boah. Ich weiß nicht, was... Also... Ich liebe die Musik von Skyrim, Oblivion, Enderal und Morrowind. Die ist so geil gemacht. Das wird wirklich ein langer Weg. Wie viele Eisplanken oder Eiskappen kann ich hier einsammeln? Insgesamt. Damit ich weiß, wie viele ich insgesamt dann irgendwann tragen kann. Denn ich würde gerne jede einsammeln. Bedauern werde ich es, sobald ich erfahren würde, oder wenn ich erfahre, dass ich daraus Permatränke machen könnte. Aber wir kommen hier nochmal wieder, auf jeden Fall. Vor allem die andere Burg da müssen wir auch nochmal besuchen. Die eine da, wo wir abgehauen sind. Weil da die Benachrichtigung kam, so, dass uns dann ein unwohles Gefühl trifft. Beziehungsweise, warte mal. Wir müssen vielleicht einmal Ambrosia nochmal nehmen. 9% auf 0 gesunken. Okay. Hätten wir vielleicht doch noch nicht trinken sollen, aber egal, wir kriegen davon ja auch ein bisschen mehr, ein bisschen genug. Moment mal, wie lange müssen wir jetzt laufen? Wird schon weiter Weg dahin. Einfach mal ein Troll. Hab jetzt nicht erwartet, dass der da, dass da einer ist. Zu laufen. So, hier liegen wieder die Wölfe. Aber hier respawnt ja nicht wirklich was, oder? Wenn ich hier irgendwie irgendwo mal einen Gegner getötet habe, dann bleibt... Ne, doch. Die respawnen nach einer gewissen Zeit. Hatten wir oben an der Klippe gehabt. Dass da welche gerespawnt sind, wieder da sind. Okay, wenn die Taste hier fürs Rasten ist. Aber wir können hier nicht rasten, irgendwo warten. Wofür brauche ich die Taste dann? Kann ich hier eine Tastenumbelegung machen? Steuerung?
Talent Mast, RB. Schleichen, warten, Tagebuch. Drücke eine Taste, um sich das hier machen. Fast mal Listerscheinung herbei. So, ist doch besser. Wir brauchen nicht die ganze Zeit hier auf die Tastatur rumzutippen. Kann ich hier mal wieder gucken. So. Weil das links und rechts macht nichts. Meditation. So. Dann kann ich immer wieder hier. Hätte ich viel, viel früher machen sollen mit Controller. Anpassen. Viel besser. Klar, dann reiten wir halt ein bisschen durchs Dunkle, aber ich glaube, so die Steuerung ist viel, viel besser dann. Ich bin hier falsch abgebogen, kann das sein? Doch, ist richtig. So, und da sind wir wieder in der Art. Kurz überlegen, wie steigt man nochmal vom Pferd oder vom Esel? Hm? Kann ich auch. So, ich will nochmal eine Fackel nehmen und dann krachzeln wir mal erstmal Richtung nach Hause. Gesundheit. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Verdammte Bauern. Das ist doch Wucher. Also die besperren sich ja auch gegen alles. Madame. Der Herr.
Ne Messer heißt das nicht. Nur Messer. Waren das auch richtige Begriffe im Mittelalter oder so? Madame und Messer? Das sieht mich gerade wirklich, also ich müsste mal vielleicht googeln, wenn ich das nicht vergesse. Messer? Okay, dann nicht. Ne, möchte ich auch nicht hören. Tut mir leid. So, Haus des Wahnsinns. Gehen wir wieder rein. So, Fackel können wir wieder wegmachen. Einmal gucken, dass wir hier vielleicht... Ich glaube, hier nehmen wir erstmal alles wieder raus. Gucken mal, wo wir die verteilen. Hier haben wir Menschenfleisch und menschliche Herzen. Dann Menschenfleisch. Ja. Hä? Habe ich die Dinger jetzt gegessen? Haben wir da drin? Hier waren Bücher. So. Okay, die kennen wir noch nicht. Pläne. Pack die alle mal rein. So, okay, was haben wir jetzt hier doppelt? Das haben wir. Das, das. Den. Den haben wir doppelt. Den haben wir doppelt. Den haben wir dreimal. Den haben wir doppelt. Wieso haben wir da Bienen im Glas drin? Ne? Hinterfrage ich mal nicht. So, hier haben wir... Weg damit. Okay, für hier haben wir nichts. Für hier... blutigen Schädel. Die müssen wir noch irgendwann da reinpacken. Also nichts reinpacken, sondern hier irgendwie verteilen. Damit es schön aussieht. Gucken wir mal oben nochmal. Was haben wir da drin? In dem Rucksack. Der ist leer. So, haben wir hier nicht irgendwie irgendwas? Obwohl. Ring des Vagabunden. Ja, und... Nee, das behalten wir mal. Thealo Aranthels Kette.
Das ist ein Questgegenstand. Okay, dann gehen wir mal runter schlafen und dann sehen wir zu, dass wir die Sachen verkauft kriegen. Bei irgendwem. So. Bis 8 Uhr morgens, würde ich sagen. Da müssten alle schon wieder tüchtig am Arbeiten sein. Obwohl hier, dann verkaufe ich erstmal an ihr. Myrte? Schreitet wohl, selbstverständlich. Ja, so, ich möchte Sachen loswerden. Ich habe hier ein paar Eichenbögen. So, Eisendolche. Dann Eisenschlachtäxte, Eisenschwerter, Langbögen. So, ein Ruhmdolch. Kommt schon weg. So, Stahldolche. So, was haben wir hier? Das kann weg. Die können weg. Den behalten wir. So, Eisenharnisch kann weg. Eisenschild, Feinlederkapuze. Wohl, warte, bei ihr können wir noch andere Sachen verkaufen, wie... Den und den, die müssen wir noch lernen. So, hier Amethysten. So, geprägte Wahlstadtmünze, den Granatstein, marklosen Amethysten und den Rubin kann ich nicht mehr verkaufen. So, ich habe hier aber den. Lebt wohl. Wir sind immer noch überladen. Wie viel tragen wir? 509 Kilo noch. Eine halbe Tonne schleppen wir mit. Schichten gehen einfach nie zu. So, wo bleibt der Typ? Ist doch immer dasselbe. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Ja, da kommt er schon. Kann ich ihm jetzt schon was kaufen hier? Ist doch alles doof. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Nee, nicht. Manche Dinge ändern sich einfach nie. So, den Sympathen können wir auch noch was verkaufen. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, ja, sagt, klappe, was ihr braucht und macht schnell. So. Der nimmt sogar die Stäbe an. So, warte mal. Gucken wir mal. Hier. Die Perle nimmt er an. Schmieröl. Inwurz, Zucker. So. Malachiterz, Rubin. So, und dann können wir jetzt bei ihm die Dinger. Den. Das hier. So, das. Den können wir nicht mehr verkaufen. Ist noch irgendwas für 10? So.
Ihn haben wir pleite gemacht. Und jetzt können wir wieder schnell gehen. Ja. Was mit ihr, oder? Malfas zum Gruß. Aber immer doch. So. Die behalten wir mal. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Guten Morgen, Mel. So, ihn kann ich jetzt hier. Ah, willkommen, willkommen. Ja. Wie kann ich euch behilflich sein? Dies und das. Schaut einfach selbst. So, was kann ich ihm noch andrehen? Ich habe hier die Dinger. Den Stahlschild. Den hier und die Dinger. Okay. Schreitet wohl. Vielleicht muss ich eben noch irgendwas einlagern. So, vielleicht. Ah, den konnte ich jetzt nicht verkaufen. Goldrubin-Diadem. Ring der Sinistra. So. Geselle. Da packen wir mal rein. In den Rucksack da. Feldkampflehrling. So, Windwurzeln. Bei den Lehrbüchern. Die Chemie. Dann nein. Den. Auch nicht. Auch noch nicht. Okay. Was noch? Vielleicht Einhand, Geselle. Denken können wir. Denker, Lehrling. Ihr seid in dieser Fertigkeit bereits zu gut geschult. Nutzen. Um Nutzen aus dem Lehrbuch zu ziehen. Ah, okay. Denker können wir nicht mehr. Parieren. Okay, also Fernkampflehrling können wir abgeben. Okay, können wir verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Ah, willkommen, willkommen. Wie dies und das. Schaut einfach selbst. So. Hier, dann darfst du das haben. Dann brauchen wir das hier. Schreitet nicht wohl. So, wie viel tragen wir jetzt? 139 Kilo. Von 466. Rena Schalam, schöne Frau. Etwas frischer Fisch? Nee, danke. Um Seelen an Amulette zu binden, benötigt ihr neben einem gefüllten Seelenschein. Apropos, genau, warte. Wir müssen unsere Waffe hier einmal wieder auffüllen. Ladung. So. Dann ist er wieder voll. Madame. Der Herr, Monsieur. Scheiße. Hallo. Na los, geht weiter. So viel zu tun. Der Entropie ermöglicht es euch, Wesen aus anderen Realitäten an eure Seite zu holen. Seelen eurer Feinde. Okay. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Einen Groschen mit der Zeit.
Sollen wir vielleicht da hinten? Oh. Da hinten sind die Bäume wieder weg. Da sind sie wieder aufgetaucht. Sollen wir vielleicht da hinten die Küste mal einfach entlang gehen? Ab der nächsten Folge? Ja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge da hinten auf jeden Fall weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. We'll be right back.